Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut, Beziehungscoach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Kurz vorab nochmal die Info: Wir haben neue Module, also nee, nicht neue Module, neue Kombipakete zusammengepackt, wo man verschiedene Kurse kombinieren kann und auch als Jahreskurs, wo man den auch über ein Jahr verteilt bezahlen kann. Und schaut euch das gerne mal an. Und die Selbstliebe-Challenge geht bald los. Und es gibt natürlich immer noch den Paarkurs übrigens. Genau, heute, das kam mal der Wunsch, heute haben wir mal das Thema Erektionsprobleme beim Mann. Da muss ich erstmal in meinem goldenen Buch des Datings gucken, was es überhaupt ist und nie was von gehört. Ah, oh, absurd, sowas gibt es. Puh, du liebe Zeit. Aha, okay. ja, gut, Spaß beiseite. ja, also ist natürlich ein Thema, was jetzt Männer nicht so lustig finden irgendwie. Schon den Eindruck, dass der Druck da natürlich sehr hoch ist, also von der Gesellschaft, den Frauen, den Druck, den sich die Männer selber machen. Ja, also ich meine, wenn man älter wird, so ab 97 ungefähr, kann es schon mal sein, dass das irgendwie nicht mehr so ist wie mit 12 oder so. Ja, und was man dann, also ist für den Mann natürlich blöd, also für den einen mehr, für den anderen weniger. Manche sitzen das auch knallhart aus. Aber was man dann als Mann natürlich gar nicht braucht, ist eine Frau, die dann noch irgendwie blöde Kommentare macht. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ihr Frauen, die das hört, wer macht denn sowas? würde ich auf jeden Fall nicht machen, aber ich würde mal sagen, das ist, hat jedermann schon mal erlebt. Ja, also da kann man schon unschöne Erfahrungen machen, wo man dann so denkt, Mensch, ob ich auch so wäre, wenn die Frau mal kann, was ist nicht. Kann, was kann, das ist ja dann meist noch nicht mal mit keiner Lust zu tun, aber wenn, was weiß ich, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, immer noch problematischer, wenn beim Mann mal irgendwas nicht läuft, als wenn bei der Frau mal irgendwas nicht läuft. Ist mein Eindruck, aber schreibt gerne einen Kommentar und ich kann ja auch nochmal ein Video machen auf der, in der anderen Richtung. Ja, was ich auch glaube, ist, dass es für viele Frauen, dass das viele Frauen, ich sag's mal andersrum, was man glaube ich nicht machen sollte als Frau, ist das irgendwie persönlich nehmen. Es hat eigentlich selten, also ich glaube, es hat in aller Regel nicht damit zu tun, dass der Mann irgendwie keine Lust hat oder die Frau nicht attraktiv findet, sondern, weiß ich nicht, mit Stress, Kopf woanders, keine Ahnung. Ja, und wenn man dann als Mann merkt, uah, die Frau braucht das jetzt aber gerade, dass sie nicht irritiert ist oder für ihre, oder vielleicht braucht das auch eine Frau auch für ihr Selbstwertgefühl, dass der Mann sie hot findet und guckt dann vielleicht mehr auf das Körperliche, als wenn das der Mann sagt, dass er sie hot findet. Ja, macht es die Dynamik auch nicht unbedingt besser. Also, ich denke mal, dass das mal passiert, vermutlich normal. Und sollte man auch nicht aufladen. Also es geht ja immer darum, wo ist der Fokus, ne? Wenn jetzt der Fokus drauf ist, also eigentlich habe ich eine schöne Sexualität und mal gibt es einen Tag, wo vielleicht irgendwas nicht so läuft, ist das der Fokus dass es läuft. Und man kann den Fokus aber auch drauf machen, oh, woher kommt das denn jetzt? Und dann macht man es vielleicht größer, als es ist, sag ich mal so. Aber wie gesagt, spätestens ab 97 ist das vielleicht auch ein Thema, natürlich jetzt Spaß,
wo man mal überlegen muss. Also man kann so ganz, also ich bin jetzt weder Sexualtherapeut noch Mediziner, offensichtlich. Und da gibt es, also soweit ich weiß, gibt es da also eine Fülle von Sachen, die da an Übungen, ich weiß nicht was, was es an der Sexualtherapie gibt. Also was ich, wie gesagt, aber mit aller Vorsicht als Psychologe, was ich halt sagen kann, ist, dass es ein Thema ist, was, also wenn es eher in früheren Lebensphasen auftritt, bis 97, eher ein Kopfthema ist. Und also ich weiß jetzt echt gesagt nicht, was früher genau ist. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber und die Gewichte langsam verschieben zu eher körperliche Ursachen, beziehungsweise das kann ja auch super interagieren. Irgendwie man hat es halt nicht mehr so auf Knopfdruck wie mit 12 so. Dauert halt alles ein bisschen länger. Und deswegen muss man bei dem Thema wirklich sagen, also aus meiner Sicht, der erste Gang ist zum Arzt. Weil das ist wirklich, wirklich frustrierend, an irgendwas psychologisch rumzudoktern, was unter Umständen einfach eine glasklare körperliche Ursache hat. Und wenn es nur die körperliche Ursache ist, dass man irgendwie älter wird. Also das würde ich auf jeden Fall super, super empfehlen. Und ja, es gibt auch, selbst wenn das Kopfgeschichte ist, also wie gesagt, das meiner Ansicht nach wird einem das kaum jemand sagen können, ob es wie viel Prozent das Kopf ist oder körperlich ist es sowieso. Diese ganze Unterscheidung führt ja nicht viel weiter, ne? Weil wir sind natürlich integrierte Wesen irgendwie, wo alles zusammenhängt. Aber selbst bei, wenn es ein Kopfthema ist, ja, gibt es auch da, kann er unter Umständen der Arzt einem weiterhelfen. Und vielleicht, aber wie gesagt, eine andere Anlaufstelle ist natürlich immer auch ein Sexualtherapeut. Und, aber man sollte es auch, wie gesagt, wenn es wirklich mal ist, sollte man das Thema nicht aufblasen. Ja, also ich denke, als Mann sollte man sich einfach erlauben, dass man keine Maschine ist irgendwie. Und ja, sollte sich auch nicht daran immer messen lassen, aber das ist für Männer echt fast unmöglich. Das ist wirklich, ja, also würde ich mal sagen, echt ein schwieriges Thema. Also das ist, gibt es ja auch noch andere Themen in dem Bereich, die für Männer echt blöd sind. Also das ist, das kann man einfach nicht wegdiskutieren, dass es nervig ist, so, ne, wenn es da Probleme gibt, wie häufig das jetzt vorkommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich würde, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, der erste Gang ist zum Doc und der kann einem echt häufig schon weiterhelfen und manchmal braucht man auch einfach nur einen Anschub, dass man da mal wieder den Kopf freikriegt und sich mal wieder ein bisschen freigefühlt hat. Und ja, und dann sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus. Aber gut, weiß ich nicht genau, die Frage als Thema kann, ob ich jetzt damit beantwortet hat, aber so für die Frau ist auf jeden Fall, ja, je cooler man da bleibt als Frau, umso besser. Ach ja, was ich weiß, was eine gute Sache ist, ist dann, weil das, soll man da sagen, diese ganzen Sachen, das ist ja übers vegetative Nervensystem, was man nicht so steuern kann. Also was auf jeden Fall hilft, ist Entspannung, ne? Also kann auch zum Beispiel helfen, dass man sich einfach mal sagt, okay, jetzt machen wir erstmal eine halbe Stunde Massage und also jetzt auch gar nicht mit so einem sexuellen, ne? Also einfach, ja, also dass man so wieder mehr ins Lassen kommt, ins Fließen, aus dem Kopf raus, ja, so ganz absichtslos. Also das halte ich für eine echt coole Sache, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Ja, wie gesagt, ist nicht so mein Kernthema, aber ja, immerhin haben wir es auch mal gemacht und wir werden es wiedersehen.